Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Payday 2. Wir spielen heute die First Mal Bang und probieren den Overdrill. So, Klappe zum zweiten Mal. Klappe die zweite. Und jetzt weißt sogar Jan, dass wir auf Deathwish spielen. Ja, jetzt spielen wir Deathwish. Okay, ich hab's kapiert. Das sind vier Totenköpfe, die stehen nicht für das. Das Spiel ist super cool. Besseres Wort. Es steht, wir penetrieren euch alle an. Die Totenköpfe stehen für die Anzahl der Selbstmorde wegen dem. Komm, wir machen schnell Stealth Pager beantworten. Ey, ganz Alex, die vier Toten stehen für die Anzahl der Spieler, die sich bisher wegen beschissenen Achievements in diesem Spiel umgebracht hat. Bett. Ja. Weil die Achievements so beschissen sind, haben sie Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Vor allem, weißt du, was ich gemerkt habe, wenn du die Civis hier hinter bringst, auch für dieses Achievement für Hidden Hostage, dann werden die nicht von den Typen geholt. Lutscher. Weißt du, was ich gelernt habe? Was? Wenn man eine Armlänge zu potenziellen Sexualstraftätern Abstand hält, dann tun die einem nichts. Eine Armlänge nur? Was? Eine Armlänge. Das ist ja cool. Ja. Voll cool, Alter. Danke, dass du es mir gesagt, Alter. Das sind so die Kölner Innovationen. Du kommst C. Alter. Warte mal, wo lebst du? Ich bin in Köln. Can touch this. Lebe in der wunderschönen Stadt Jena. Zum Glück nicht in Berlin. Also ich kann sagen, ich lebe dort auf dem ich Dorf. Wette, bei jeder dritte Straße wirst du als Huhn so beleidigt. Huhn so. Oh. Oh, ey, diese normalen Einheiten, ich hänge in der Fahne und in der Pflanze. Ich hab sie getötet. Paul, die Pflanze war dein Untergang. Ja, aber jetzt ist die Pflanze... Nico, der Feuerlöscher. Genau, der war der Beste seiner Art. Aber es ist Zeit zu gehen, Nico. Auf Wiedersehen. Ich war Ronnenberg. Danke, Ronnenberg. Danke, Ronnenberg. Enemy Front stimmt heute bei uns für 10 Euro im Saturn. Danke, Ronnenberg. Aber die 10 Euro war es mir nicht wert. Ich komme lieber für einen 5er Rambo, das ist Point and Click Adventure. Ich hab mir wirklich. Bevor das Spiel rauskam, habe ich mir gedacht, vielleicht könnte das wirklich ein sehr guter 3D-Shooter werden. Was für ein Copper ein Kill kannst du denn schon? Für was die 60 Euro, wa? Putz hier so um. Ja, ich bin schon da. Ja, Nein! Ich bin Sonic. Sonic. Oh, Chili Dogs. Sonic the Hedgehog. Oh, Leute. Sonic. Cloaker. Boah. Bekommt man direkt aufs Maul. Ja, Jan, das hat Todesmut eventuell so an sich. Just saying. Ach. Pass auf, sonst. Pass auf, sonst kommt Carsten Stahl. Ja, ich weiß, da kommt Carsten Stahl. Wir haben O vorne einen Skulldos, oder? Ja, sehen wir. Ja, den fiesten wir jetzt mal ganz kurz. Pass mal auf. Fällt mir in den Arsch. Carsten Stahl hat gewirkt. Noch ein Skulldoser. Ach, die hauen raus, Alter. Warum läuft hier ein Shield nach oben? Shield, du kannst direkt wieder gehen. Ach du Scheiße. Shield! Hab ihn. Einer tot. Alter! Wow. Ey, wollt ihr mich verarschen? Wo werd ich? Ach da. Kommt von allen Seiten. Von allen Seiten. Links, rechts, oben, unten. Danke, Ronneke. Danke, Ronneke. Ich bin gestorben, danke Ronneberg. Jan, ich glaube, wir müssen Captain Faggot Ronneberg taufen. Wie wollt ihr den kaufen? Römberg? Ronnenberg. Ronnenberg. Okay. Ronnenberg, danke Ronnenberg. Der Ja, und im Golden Green Casino findet man den Feuerlöscher Nico. Explodiert ja. Immer. Ja. Der arme Nico. Genauso wie bei Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty, Alter. Ich finde das sowieso immer am geilsten, die Leute, die... Ich kenne wirklich einen, das bei mir in der Klasse, das war der Stimms, was jemals gesagt hat, ja, ich kaufe mir kein Call of Duty, weil die Teile immer zugleich sind, ist aber selbst bekennender FIFA 14, 15, 16, 13 und so weiter Spieler.
Ja, FIFA wird immer innovativer. Ja. Ich finde FIFA braucht mal mehr. Weißt du, FIFA erinnert mich wie ein großes Update, also halt wie die Spieler spielen und so weiter. Wie Payday? Ja. Bloß, dass die DLC dann nicht mehr kosten. Ja, und dass das Spiel an sich mehr verbuggter wird und das Performance immer verschissener wird, ja. Aber ich muss sagen, ich habe keine Performance-Probleme. Also ich nehme gerade auf allerhöchsten Einstellungen, was man einstellen kann, auf 60 FPS aus. Auf. Mein Gott. Ja, du merkst es ja gar nicht, aber ich merke es, ja, weil gut. Nach der Zeit. Ja, ja, das ist das Schöne. Mein PC mit meiner GeForce GTX 89, den juckt das halt einfach nicht. Willst du mit 980, ey, also, ich will ja nicht sagen, ne, aber was willst du mit 980? Also das ist zwar das kleine bessere Leistung, aber für das Geld lohnt es sich kein bisschen. Also, ich weiß, aber was soll ich sagen? War in Anführungszeichen, sag ich mal, ein Geburtstagsgeschenk. Ja. Also ich hatte mir eigentlich die 970er gewünscht und ich habe halt die 980er bekommen, also in dem Sinne passt. Ich habe Angst, meinen Kopf rauszustecken. Weil da vorne Sniper sind. Ja. Pass auf, da vorne sind die Quickscoper. Junge, MLG Pros, Junge, MLG Pros nennt man das auch, ja? Ja, aber pass auf, da vorne sind die Hardscopers. Guck mal, ich kann durch den Metal Detektor gehen, ohne dass was passiert. Alarm! Alle präventiv Alarm reinbrüllen. Alarm! Ah, die Quickscopers kommen. Ja, Quickscoper, komm, bevor die Quickscoper dich weg. Quickscopen. Jetzt eine halbstündige Überlebensphase, alles klar, los geht's. Wow, das war ja langweilig. Wir dürfen nicht durch die. Wir müssen erst da aktivieren, bevor wir durch die Lobby gehen. Ja, ich weiß. Jawohl! Ja, wow. Quickscoper! Ich bin grau. Jetzt schon. Oh, oben. Hab ihn. Oben kommt der nächste. Hab ihn. Leute, wie verarschen jetzt. 2, 1 und durch geht's jetzt hier. Na, ich nehm mal die Geißel mit. Warte noch eine Sekunde. Bei mir sind es noch 4 Sekunden. Bei mir steht Drilling complete, der Drill ist still und er steht noch da. GG. Ja, das war bei Paydays der heiße Aufschlussproblem. Ich sagte, mein Internet ist einfach besser als das von euch allen. Bitch! Ja, aber ich bin der Host, das sind wir schon. Ja, ich weiß. Warte. Hey, was sagst du? Nicht durch, dein Internet ist besser. Ja, bin die hier. So. Ich stelle mich hier hin. Achso, ja, stimmt. Ich soll mich da hinstellen. Bisschen bewegen. Bisschen auf der Stelle bewegen. Du musst in der Mitte. Ja, ist da. Blinkt. Ich will ansetzen. Meins. Nein. Ah, bin schneller als ihr Lutscher. Ja. Nein. Ich weiß nicht, wie viele los ist. Ich bin voll flash. Na gut, Leute. Also, 2000 Sekunden. Auf geht's. Ja, das wird Spaß. Ich glaub mir. Ja. Denke ich auch. Ja. Glaub mir. Alter. Boah, was bist du für Low-Bob jetzt? Was ist da los? Komm, glaub mir. Selbst ein Infamous 15 ist besser als du. Weißt du, Infamous 25 für den Arsch. Ja, nein. Total. Spaß. Und Level. Gecheatet. Ja. Ja, alles so. Die Cheats machen zum Teil derartige Probleme. Ich weiß, ich bräuchte Munition jetzt so langsam. Ich blend mal einen Doktor back hier vorne hin. Und nach der Zeit, Wollt ihr euch um die rechte Seite kümmern? Die linke hatte ich gut im Blick mit meiner KSP. Was? Tut mir leid. Oh, Dozer. Oh, fuck, ich bin tot, egal. Dann fick ich den noch kurz. Ja, nee, ich bin aber tot, ja. Also ich hab ihn, aber ich bin tot. Ich muss aufhören, solche Kamikaze-Aktionen zu machen. Okay, da liegt er. Alu Akbar. Alu Akbar! Tötet ihn, der ist ein Terrorist. Muss man eben nachladen. Nein, ich bin innocent, ich schwöre. Oder vielleicht doch Detective. Da kommt der nächste schwarze Dozer. Was Warte. Hast du gegen Schwarzen, ey? Na, ich weiß, die drücken mir halt so viel. Können es ist ja gut, ne? Ja. Ihr könnt jetzt so das Termite anlegen, ne? Nee. Doch. Nein! Macht den unendlichen Fortschritt, wenn es los ist. Ey, was? Wirklich? Ja. Ja. Bei Paydays war es nicht gekommen. So. Ja, aber hier ist es. Warte, ich muss mal ganz kurz die MOP-Grabs holen, ich hab nichts mehr. Naja. Hacke. Jetzt stürzt sein Spiel ab. Those look like
X-Help. Hier, dann Help. Ja. Wie er einfach immer noch lebt. Die Taser haben auf Death Wish definitiv zu viel Leben. Alex, magst du mir einen Ammo nach hinten legen? Ja. Immerhin geht der Drill nicht kaputt, das ist die Hauptsache. 30 Minuten und 55 Sekunden, ist klar. Ja, ich tapp raus. Glück habe ich den Overdrill schon fertig, ey. Boah, ich stehe jetzt nur noch First World Bank auf Deathwish. Boah. Hast du schon mal Overdrill geschafft, Jan? Ja. Ach ja, stimmt, das ist einmal. Boah, Alter, weißt du. Einmal. Aber weißt du, wie viel Kohle das geben wird? Eine Menge. 10 bis 11 Millionen. Ich will gar nicht wissen, welches Level ich danach habe, ey, lol. Ich bin mir ganz sicher Level 100, Millionen ganz sicher. Bis 6 Millionen oh! Erfahrung sind das, glaube ich. Guck mal, ich hab eine Keycard. Oh, nice! Ja, stimmt, können wir gut gebrauchen. Ist echt so, also, die jetzt reinhauen, Alter, ist definitiv das Sinnvollste von allen. Aber bei Payday ist es heiß, ne? Das hat, Overdrill habe ich täglich gemacht, ey. Und wie lange hat denn Overdrill da gebraucht? Auch 2000 Sekunden? Ja, insgesamt so, keine Ahnung, länger war das. So, keine Ahnung, 42 Minuten. Und das hast du täglich gemacht? Das habe ich täglich gemacht. Jan, du hast ein trauriges Leben geführt, das weißt du, oder? Ja, aber es war, Overdrill hat echt eine Menge Spaß gemacht. Muss ich zugeben. Aber außerdem war ja auch Payday das einzige Spiel, was mir wirklich zurzeit Spaß gemacht hat. Na gut, macht schon. Weil Call of Duty war mir eh so scheiße, wegen die ganzen Hackers und allgemein. Ja gut, der ist rausgetappt, easy game. What? Ja. Aber ich view jetzt mal die Cameras. Bringt aber euch kommen gerade Gegner. Ich markiere euch die Gegner, ja? Seid froh darüber. Ja, also das bringt ja uns auch sehr viel. Ja, ich weiß. Ach ja. Ich muss dich also, heilen, ich hab einen Kratzer. Mama, Platz da, nein. Mama, Schüssel. Seid ihr eigentlich auch solche South Park-Fans? Ja. Nee, wir hassen es. Weißt du. Ach man, ich wollte heute Abend eigentlich saufen. Kennst du South Park, der Film? Das ist scheiße, keine Freunde zu haben. Ich kenne nur meine Freunde übers Internet, aber die wohnen mal so weit weg. Ich suche immer meine Minecraft. Ich habe eine Woche in dieses Haus investiert. Weißt du, es gibt. Wir haben alles gekriegt. Weißt du, was das Zweitgeilste ist, weil ich auch noch so an Fire End. Es gibt eigentlich so zwei Arten von jungen YouTubern, sage ich mal. Die Minecraft-Let's Player und die Vlogger. Und bei den Vloggern habe ich schon auch die allergrößte Scheiße gesehen. Habe ich auch schon was gesehen, das war glaube ich sogar ein Deutscher. Hallo, mein Name ist Marcel und heute zeige ich euch mal mein Haus. Ey, beleidige Marcel nicht, das ist sehr cool. Und das Allerbeste war sowieso, ja, hier ist mein PC, an dem spiele ich dann auch Minecraft. Das war ganz sicher so ein Billo-Rechner, ey. Du warst so Mom und Pap so nur auf, keine Ahnung, so 50 Euro reingesteckt haben. Ja, wer ist denn ihr Kind nicht wert? So, ernst? Dieser PC beschreibt unseren wahren Wert für dich. 50 Euro, ja. Oh, jetzt kassiere ich gerade ein bisschen. Ja, die Rechner, die früher schweineteuer waren, sind ja nicht mal wirklich mehr als, keine Ahnung. Ja, die ist halt das Problem, die Technik schreitet halt so krass voran. Ein bisschen zu schnell, weil ich komme selber nicht mal klar. Da kommt Taser auf der rechten Seite. Hab ihn. Ui. Macht gerade mega Spaß gerade. Ja. Zugeben. Ich find's echt schade, dass ich muss sagen, ich find's geil, aber ich find's irgendwie scheiße, dass ich morgen in den Urlaub zu einer Sprachreise fliege. Ja, zum und einen dann ist kommt natürlich der Wolfpack. Ja. Was erwartet ihr eigentlich vom Wolfpack, mal so als Frage? Anforderung oder irgendwas? Keine schreiende Kinder. Ey. Fühl ich mich beleidigt. Ja. Habt ihr eigentlich im Payday, da heißt das Wolfpack? Ja. Weil es hieß ja, wenn du das hast, kriegst du das ja gratis. Ja. Ich und den Typen, Simon? Den ich den Namen immer noch nicht merke, Namen merkt. Alex? Hat.
Ja, schätze schon. Der andere. Der andere. Der Eigenartige. Der Eigenartige, der Johann Gustav Rios. Ist ein komischer Name. Reusen. Hat ja. Der hat die Geschichtskritik vorangebracht. Das interessiert kein Mensch, was die Geschichte angeht. Klar, komm, erzähl. Nein. Doch. Alter, komm. Wir haben das Jahr 2016. Was früher passiert ist, interessiert kein Mensch. Ja. Doch. Nein. Oh, wie lief eigentlich diese Grammatikarbeit? Hier in dieser Grammatikklausur. Lief ganz gut. Was schätzt du, wie viele Punkte? Bestanden. Ist scheißegal, wie viele Punkte Hauptsache bestanden. Ach so, okay. Ach so, sie haben eine 5 bei Klausur bekommen. Ich stelle sie als Lehrer ein. Boah. Was gedenkst du eigentlich gegen auf... Oder nur mal so aus reine Vorstellung her. Was gedenkst du gegen aufmüpfige Schüler zu tun? Aufs Maul zu schlagen. Wenn die den Eltern sagen, 6 auf Lebenszeit. Stell dir das gerade vor, kommst du ins Gastzimmer, alles klar, du hast mich genervt, 6. Punkt. Nö, also wenn ich in... Ich will ja in der Oberstufe unterrichten und wenn die Schüler da nicht meinen, nicht aufpassen zu müssen, dann ist es deren Entscheidung. Ja, okay. Ich bin froh, dass du nicht Hauptschule machst. Ach, ganz ehrlich, Hauptschüler sind gar nicht mal so schlimm. Ach so, wenn da so diese Kanacken und möchten. Krass, Stahl! Jetzt hör mal zu. Ich war mal eine Woche dort, ne, als so Praktikant, also als Lehrerpraktikant, weil ich wollte einfach mal reinschauen, wie es ist, so als Lehrer, ne? Weißt du, was ich immer so im Hintergrund Musik höre, ne? Hurensohn. Haftbefehl, Bushido und was die... Alter. Ich werde, wenn ich Lehrer bin, werde ich ein Buch veröffentlichen, was deutsche Grammatik mit Haftbefehl heißt. Das ist ein Paradoxon, richtig? Ey, ist das ein Paradoxon oder ein Oxymoron? Weißt du, ich hab ja nichts gegen... Eigenes grammatikalisches Stilmittel. Das ist ein eigener Kasus. Weißt du, ich hab ja nichts gegen deren ihr Musik-Geschmacksrichtung, ne? Aber... Aber, jetzt kommt ein Aber. Als Maul. Wie kann man so einen Scheiß reinhören? Weißt du, dann gibt's Nominativ, Genitiv, Akkusativ, Haftbefehlativ. What? Ich stell mir das gerade vor. So, Kinder, heute kommen wir zum Haftbefehlativ. Na, da fragst du nicht wer oder was, da fragst du was, Mann. Jetzt darfst du es auf YouTube nicht hochladen, ich muss mir das noch patentieren lassen vorher. sonst kommt der Haftbefehl, Kinder. Sonst hast du gesagt, Hurensohn. Ich ficke deine Mutter, das ist die Message. Ey, du kennst dich gut aus. Warum kennst du dich so gut aus? Guck mal, der kommt bestimmt aus diesem Milieu. Nein, ja, Spaß. Ich werde, der kommt aus so eine Ghetto-Gegend. Alles klar. Was hast du über meine Mutter gesagt? Da musst du wissen, wer der Papu ist. Oh Gott, ey. Ich hab in meinem ganzen Leben ein Lied von ihm gehört und das war, ich rolle mit meinem Besten. Es ist halt so deep Lyrics. Ja, aber sein Gesang, ey. Ich kann's nicht länger als 5 Minuten oder 2 oder 1 Minute anhören. Ja, aber er rollt mit seinem Besten. Ja, das Lied ja nicht, aber Schabo wissen, der Babo ist oder was weiß ich, was das für Scheiße singt, kann ich mir nicht länger als 30 Sekunden anhören, bevor ich Ohrenkrebs bekomme. Ich find's sowieso traurig, also ganz ehrlich, ich find's einfach traurig, dass Leute mit derartigen Texten Erfolg haben, weil das Problem ist einfach, die deutsche Jugend ist wirklich derartig verdummt, dass sie halt einfach mit sowas ankommen. Das Traurige ist, ich habe mir jetzt kurz erstmal was von einem Kollegen angehört und das ist ja auch so, das bringt man ja auch richtig mit Hauptschule in Verbindung, weil ich glaube, der Kerl, der ist eigentlich richtig intelligent. Kollege kann wenigstens sehr schnell rücken, wenn er mal gescheite Lieder raus. Ja, ist eigentlich auch der schnellste Rapper der deutschen Community. Und
Post ist das Beste. Weißt du, ich höre gerne Rap, aber diesen ganzen Gangster-Scheiß, das kann ich überhaupt nicht. Och Mann! Zwei Shields und ein Cloaker. Ich will ja nicht sagen, ne, aber... Ich muss doch sagen, der hat echt einen Unterhaltungswert. Ich hab früher Spongspots irgendwie früher gefeiert, keine Ahnung warum. Ich muss sagen, ich finde ihn auch jetzt noch ganz gut. Also er macht schon ordentliche Tracks, halt diese Gangster-Sache, man muss halt darauf klarkommen, aber ich finde an sich sind die Tracks besser als manch andere. Haftbefehl. Und Haftbefehl hörst du eh jede Zeile immer ein Hurensohn oder ich hab deine Mutter gefickt oder was weiß ich. Ich bin Boss! Ich bin Boss! Ich habe Lichter angekettet. Ich bin Bots, ich bin deiner Mutter gefickt. Ich bin deine Mutter. Oh mein Gott. Ich habe gar nicht gewusst, Haftbefehl, dass du eine Muschi hast. Also, liebe Kinder, das war sozusagen die Erklärung des, was haben wir gesagt, Haftbefehl, Lustus? Ne, des Haftbefehl. Haftbefehlitiv. Genau, Haftbefehlitiv, so. Schaltet nächste Woche wieder ein und dann gehen wir nochmal genau die grammatikalischen Besonderheiten dieses Falls durch. Ne, da lernen wir dann die... Wie fragt man danach? Die Wortflexionsgruppen mit Haftbefehl. Die Wortwahl. Wortwahl genau. Mit Haftbefehl. Wortwahl. Regel Nummer 1, jedes dritte Wort muss Hurensohn sein. Genau. Haftbefehl benutzt statt Kommas Hurensohn. Ich stell mir das halt einfach krank vor. Er sagte Hurensohn das. Weißt du, einfach ersetzen ganze Wörter durch Hurensohn, fertig. Alle Nomen. Hurensohn sagte zu Hurensohn. Alter. Oh Mann. Was kommt bei Punkt? Fick deine Mutter. Genau. Ne, der kommt Mutterficker oder so. Nee, ich bin Boss oder irgendwie sowas. Aslan sterben, Junge. Oh Mann. Jeder Haftbefehl-Fan gibt jetzt mal einen Daumen nach unten. Ja, dann hoffen wir, dass ich nicht zu viele Haftbefehl-Fans unter meinen Videos habe, sonst wird die Anzeige traurig enden. Ja, aber nein, das ist. Eigentlich sollten alle Haftbefehl-Fans einen Daumen nach oben geben, ja? Wir haben euch einen neuen deutschen grammatikalischen Fall gebracht, ja? Ihr könntet ruhig mal Dankbarkeit zeigen. Was hat der Hurensohn gesagt? Du hast den Satz falsch formuliert. Was hat der Hurensohn gesagt? Fick deine Mutter. Wegen Punkt. Auch ich müsste meinen Satz falsch formuliert haben. Ihr müsst sich jetzt weiter spinnen. Ihr könnt doch. Nee, was du. Ihr könnt doch Hurensohn Like nach oben geben. Punkt. Nee, ich ficke deine Mutter. Nein, ihr könnt. Also noch 18 Minuten. Hurensohn könnt einen Hurensohn nach oben geben. Fick deine Mutter. Weil du musst ja alle Nomen durch Hurensohn ersetzen. Das Universal. Weißt du, das Universalsubjekt. Hurensohn. Punkt. Und ich stell dir mal vor, du machst wirklich so einen Rap, wo du jedes Subjekt durch Hurensohn ersetzt. Was denkst du, wie der Kontext dann wäre? Es geht um Hurensohn. Ja. Ich hab grad richtig Lex. Ich stell mir das so gerade mal vor, der Song heißt dann wahrscheinlich Ich geh Hurensohn oder sowas. Hurensohn, die Hurensohn. Ja. Muss der Personalpronomen auch gefilmt haben. Wechseln. Ich nicht wieder in den Aufzug. Hab ich nicht vor. Nö, hat sie die vor. Hurensohn. Das machen wir mal. Du musst das Video irgendwie Hurensohn 2 nennen, das weiß ich. Ich werde es wahrscheinlich. Ne, ich werde das Video wahrscheinlich genauso in Let's Play Payday, halt hier die Ziffer einfügen, First World Bank Overdrill und dann halt noch Titelname der, was haben wir genannt? Haftbefehlitiv. Haftbefehlitiv. Genau. Du musst auf Thumbnail packen, dann kriegst du Klicks. Ich wette mit dir, dann wird die Hälfte der Kommentare einfach nur laut, nein, du hast Haftbefehl gemacht, Hurensohn, ich ficke deiner Mutter. Oder nenn es Payday mit meinem Besten. LOL! Der Klauk hast in die Wand gepackt! Nein! Ah ja, dein Spot da oben ist gar nicht so scheiße. Das ist voll peinlich.
Oh Mann. Das ist peinlich. Wie ich gerade rumgeschrien habe. Nein, nein, allgemein diese ganze Diskussion. Ach, ganz ehrlich, besser sowas als in irgendeinem Minecraft-Let's Play, wo die Hälfte der Zeit ja sowieso nur sagt, bitte like mich, bitte abonnieren, favorisieren, keine Ahnung, was sonst noch, was man noch mit Gen anfängt. Ja, gebt mir gleich Safe-Karten. Damit ich mir das neue Haftbefehl-Album kaufen kann. Dann kann ich mir eine Haftbefehl-CD kaufen. Kann ich mein Deutsch verbessern, der Haftbefehl? Du bist der Beste. Ja, ja, ein Monat später. Ich hab deine Mutter gefickt, du Hurensohn. Das muss dann dabei sein, eine Lern-CD. Okay. Gesprochen von Haftbefehl. Geht mal auf Facebook und schickt seiner Seite dann eine Nachricht und fragt mal, ob er darauf Bock hat. Ja, Haftbefehl, hast du Bock auf Deutsch? Ja, was ist Deutsch, Alter? Voila. Murat. Aber. Ich spreche kein Deutsch, ich spreche Haftbefehl. Haftbefehl, ich spreche das eigene Sprache, Alter. Ich spreche Türkisch. Oh Mann, ey, das ist... Das ist so traurig. Auch immerhin, wir führen momentan eine gehaltvolle Konversation, ganz ehrlich, ist doch schön. Also ich als Zuschauer, ich glaube, ich hätte sogar mitgelacht, ich weiß es aber nicht, ich bin da sehr subjektiv. Außer du bist Haftbefehl-Fan. Genau, außer als ich bin Haftbefehl-Fan, dann würde ich natürlich hier, ne? Da würde ich echt so, da würde ich unter die Kommentare schreiben, Hurensohn. Ja, genau, Hurensohn. Und dann stand Punkt direkt nochmal Hurensohn, einfach zweimal Hurensohn. Bestes Kommentar, Hurensohn, Hurensohn, fertig. Nein, da kann jemand Haftbefehlisch. Haftbefehlisch ist eine neue deutsche Sprache. Nein, das ist ein neuer grammatikalischer Fall. Ach so, okay. Vor allem vertreten in den unteren Bildungsschichten. Au. Apropos, da kann ich auch gleich einen Funfact erzählen. Es gab mal eine Umfrage. Da wurden Leute halt gefragt, wie stehen sie dazu, dass die Flüchtlinge nach Deutschland kommen und wie sollte es weitergehen, ja? Haftbefehl. Ja, einfach Haftbefehl ist die Ultramacht. Nein, pass auf. Und zwar in der Studie haben sie in zwei Arten unterteilt. Einmal Leute mit Abitur und einmal einfach sogar, glaube ich, ohne Abschluss. Also was kein Abitur hat. Jetzt kommt's. 75% der Leute mit Abitur haben gesagt, ja. Haftbefehl. Nein, die haben nicht Haftbefehl gesagt, die haben gesagt, die können ruhig weiterkommen. Und bei den Leuten ohne Abitur, die nur einen normalen Abschluss haben, haben 80% gesagt, alle raus. Ja. Ja. Welcome, das ist Lutscher. Welcome to Germany. Ich finde es gut, dass die kommen, die Flüchtlinge. Ich würde es eigentlich auch okay. Solange die keinen Ärger machen. Ne, ich finde es schade, dass ich jetzt zu diesem Flüchtlingen das Ganze. Habt ihr das mitgekriegt, der 18, der bald 18-jährige Flüchtling, der ins Kinderbecken im Schwimmbad gekackt hat? warte, wiederhol's doch mal. Ich würde es doch einmal anhören. Ein bald 18-jähriger Flüchtling hat irgendwie am Tag vor seinem Geburtstag im Schwimmbad ins Babybecken gekackt. Warum soll auch jemand am Abiturtag zur Arbeit kacken? Ja, aber er hat auch... Ja gut, ein Kackbatzen. Ja. Ich meine, läuft bei so zeigen. Ich glaube, so zeigen die Flüchtlinge Respekt an Deutschland. So zeigen die Flüchtlinge, wie das Wasser bei denen ist. Ja, scheiße. Das ist Glocker. Nochmal Gonzales oder sowas? Ich sehe jetzt schon wieder die gehaltvollen Konversationen ausbrechen. Also entweder werde ich gar keine Kommentare in dem Video haben, oder aber ich werde richtig viele Kommentare haben, die entweder sagen, geil, die spielt. Nee, also entweder werden die Kommentare lauten Hurensohn, Punkt. Hurensohn, Hurensohn. Nein. Oder oh, Ausrufezeichen. Ja, Hurensohn, Ausrufezeichen. Doppelpunkt 3. Habt ihr eine Frage? Guckt ihr ab und zu Julians Blog noch? Was denn? Der macht auch Videos? Ja, ich meine die alten. Das ist das Smiley. Bei den ganz alten, da hat er mal wo er dann Haftbefehl so zerpflückt hat, hat er mal ein paar Kommentare gezeigt. Und da meinte er irgendwie, da hat irgendwie ein Kommentator geschrieben, in einem einzigen Satz, viermal Hurensohn. Ja. Das war so traurig, ey Hurensohn, ich ficke dein Leben, du Hurensohn, ich werde rausfinden, wo du wohnst, du Hurensohn, Punkt. Und für so sah der aus. Ne, ernsthaft, also seine neue Videos stinken total ab. Ja, irgendwie merkt man, dass er keinen Bock mehr hat, finde ich. Ich meine, das wird BB okay, aber an sich, die Videos, naja,
So, jetzt habt ihr gelernt, wie dieser Smiley entsteht. Okay. Was? Jan? Ich verstehe den Witz dahinter nicht. Hä, was ist so witzig? Ich will mitlachen. Oh Mann. Mein Bauch tut weh. Mein Bauch tut weh. Ja, dann mach mal den Chat auf, das hilft. Oh Gott, ey. Alter, ich kann nicht mehr. Mama, das verstehe ich nicht. Ich bin so blöd irgendwie. Du bist doch zu jung dafür. Das sag ich und Simon auch zu ihm. Dass er viel zu jung ist für Pornos. Ach, ich. Ach so. Ja, ja. Alles klar. wenn du unter 14 bist, darfst du Minecraft-Let's Plays machen. Ja! Darfst du stolz sein. Deine Mutter wäre ganz sicher auch stolz. Das ist ein Privileg. Ja, echt mal. Ey, ich will. Mama, ich darf Minecraft-Let's Plays machen. Ey, Olli? Ja. Deine ersten zwei Abonnenten war ganz sicher deine Mom und dein Dad. Ist so stolz auf dich? Ja. Oh Gott, ey. Wenn sie hören, mit was für Leuten du hier rumspielst, dann wird das Internet auf Lebenszeit abgestellt. Oh Gott, ey. Ich komme immer noch mit den 2 klar. Ich muss da immer daran denken, wenn ich das in irgendeiner Konversation sehe und ich muss mich jedes Mal halb tot lachen. Ich schreibe, weil ich Pfand im Mund hab. Mein Gott, ey. Wie geil das gerade. Wie geil das formuliert hast. Alter. Bitte lösch die Tonspur. Alter. Oh, ich kann Mann. Nicht mehr. Ich bin kaputt. Boah, der Gelat hat noch 500 Sekunden, ey. Noch 8 Minuten und 20 Sekunden. Ja, das habe ich mir gerade auch ausgerechnet gehabt. Taser! Ich brauch nicht ausrechnen. Wir sind zu gut für das Spiel. Guck mal, ich stell mich jetzt einfach hin und knife alles, was mir in den Weg kommt. Na klar, viel Glück. Oh shit, da ist ein Shield. Das zählt nicht. Hab ihn. Wenn du das Termit platzierst, dann sagst du. Weiß eigentlich jemand den Code? Was? Ja, Alex. Den Code. Okay. 1331, fertig. Was? Nein, diesen Code. Ach so, das. Fußboden. Ja, natürlich. Alex hat das beim allerersten Mal hat Alex das verkackt. Boah, ist das bitter. Bei Palace Heist habe ich es auch zum ersten Mal verkackt. Eine Frage, wer war eigentlich der. Wer wusste eigentlich oder woher kommt man darauf, dass das der Code ist? Damit du wirklich weißt, welche. Hat wahrscheinlich irgendjemand in den Files gefunden. Weil ich meine ganz ernst, wenn du es weißt, ist es simpel. Aber darauf erstmal zu kommen. Wie kommst du überhaupt darauf da rein, wie du diesen Overworld triggerst? Ja. Das sind solche Sachen, wie wenn kommt man falschen, auf sowas? Wenn du den falschen Plattform benutzt, dann kommt dann halt der Tränengas. Jetzt komplett vorbei. Was? Die Runde ist schon vorbei. Das hat irgendjemand von Overkill direkt so da veröffentlicht. Sonst kann ich mir das nicht glauben, dass da irgendwer so mal von sich aus draufgekommen ist. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn du sagst, es gibt ein Update mit einem neuen Secret in First World Bank, dann hättest du vielleicht einige Süchtige gegeben, die das herausgefunden hätten irgendwann. Aber wenn du dir mal überlegst,
wenn du jedes Mal die halbe Stunde warten musst und jedes Mal, wenn du genau weißt, du hast jetzt verkackt, weil du ein falsches Ding drückst. Alter Schwede. Schönen Dank. Was denn? Hab ich deinen Kill getauscht? Boah, wie lange noch? Noch 3 Minuten und 60 Sekunden, also so. Ich spiel schon insgesamt Minuten. 34 Minuten. Der Shit wird die ganzen Taschen zu bewegen. Eine Stunde 10 Minuten oder so. Ja. Boah, den Scheiß hochzuladen, ich freue mich, Alter. Ja, viel Spaß beim Rennen. Ach du Nein! Oh, ohne Scheiß, das wird echt saulange brauchen. Da hast du am PC über Nacht an. Ich werde wahrscheinlich mal anlassen, wenn ich zur Schule gehe. Über das Wochenende. Also so wie ich mein Renderprogramm einschätze, braucht das für diese Datei, lass mich realistisch schätzen, 6 Stunden. Und dann bist du schon in die Schule und dann bist du wieder direkt wieder nach Hause und dann ist es schon fertig. Ich stell mir gerade vor, ich schmeiß ein Renderprogramm früh an, render das, kommt nach Hause und ist immer noch so eine Stunde oder so. Boah, ich habe insgesamt schon mal ein 3-Stunden-Video hochgeladen und da insgesamt habe ich nur 15 Minuten reingeschnitten. Okay. Aua, aua, aua. Da krieg ich voll auf den Sack. Den Taser gekillt. Muss aber auch sagen, dass First Fall Bank of Defo schon relativ easy ist. Es ist nichts Neues, also. Zumindest wenn man nicht stealth. Ja. Also 1337 war eigentlich diese Challenge total leicht. Ja, wie gesagt, eine Sekunde. Ja, eine fucking Sekunde. 1338. Nein, ich war aber ungefähr 10 Minuten unten. Aber ich hatte am Ende das Problem, dass da zwei Guards standen. Ich hatte alle Taschen weggeschafft, letzter ECM war abgelaufen. Ich war drin. Ganz normale, du weißt schon, dass das ganz normale Polizisten sind. Die kannst ja, du ganz normal aber ich hatte keinen Pager mehr. Hallo, du brauchst für die ganz normalen zwei Polizisten keine Pager, ne? Hä, hey, doch. So gesagt. Nee. Echt jetzt? Nein. Da warst du. Dafür braucht man keine Pager. Echt jetzt? Nein. Ja, dann braucht man keinen Pager. Für die zwei normalen Polizisten brauchst du keinen Pager. Das sind keine Wachen. Weil dann musstest du dann, nur die Typen, die weiß normal angezogen sind und zu dieser Bank gehören, haben Pager und die Polizisten, die blau angezogen sind, also Streifen. Also die Typen, die Streifenpolizisten sind, kannst du ganz normal durchlaufen und abschneiden. Das tut gerade sogar ein bisschen weh, weil wie gesagt, in der Sekunde, also er hat nur weil er uns gesagt hat, I almost can't believe we did it gesagt hat. Als er bei almost war, ging der Alarm los. Also hätte er nichts gesagt, also es war wirklich in der Sekunde eigentlich, wo der Heist vorbei war, ging bei mir halt der Alarm los. Ja, aber wie gesagt, die zwei Polizisten am Ende haben keinen Pager. Schön, dass du es mir jetzt sagst. Ja, ich dachte, du wüsstest es. Wie lange spielst du schon Payday? Also, das ist mir tatsächlich richtig neu, muss ich ehrlich sagen. Ernsthaft, du spielst schon mehr als 100 Stunden und weißt es immer noch nicht. Ja, weil ich den Mist nie gestaved hab. First of Bang and Stave finde ich sowieso sinnlos. Jetzt weißt du es und dann kannst du einfach durchrennen, ja. Fertig. Ich muss sagen, solche Stealth-Missies, wenn man eine Missie nicht Stealth machen muss, dann mach ich das nicht. Weißt du, der einzige, der von uns beiden, von uns drei, so Simon, du und ich nicht stealthen kann, ist entweder Simon oder du. Weil ich habe die meisten Stealth-Missionen immer allein durchgecarried. Okay, außer Golden Grin. Aber Golden Grin. Verstehe auch nicht, warum du bei Golden Grin so scheiße bist. Ja, keine Ahnung, ich komme mit der, NPC ist gar nicht klar, weil ich habe immer noch keine Ahnung, wie die laufen und so ein Scheiß. Weil manchmal laufen zwei die rein, Minuten. Manchmal laufen die raus, was weiß ich was. Wer wird dann machen? 1 Minute 50. Ja. Ist nicht kein Mathe. Das ist kein Mathe, du hast einen Scheiß hat, was dir den Kack anzeigt. Ja, Mathe. Ja, Mathematik. Wie dem ein Video, was wir besprochen haben. Ja. Ja, alles ist Mathematik. Alles. Nein, nicht alles. Ja, stimmt. Quasi alles. Was hat das mit Prozentzahlen zu tun, hä? Ja, das ist die Frage.
Was hat das alles mit Prozentzahlen zu tun? Egal, nochmal 1 Minute 15. Beste Spruch ist immer noch hier, du sprichst von Zahlen wie ein Blinder von Farben. Wie kann eigentlich ein Blinder lesen? Gar nicht. Doch. Mit den Augen nicht? Mit den Augen vielleicht nicht, aber mit der Hand. Ich weiß, was du meinst, ja, Blindschrift, ja. Aber... Wie bezeichnet man Möpse? Und? Ich mit dem Buch. Ja, bitte probier nicht witzig zu sein, der Unterhaltungswetten, das Niveau sinkt gerade. Nee, überleg mal. Da denke ich jetzt nicht drüber nach, ich denke gerade nur darüber nach, dass der Kack in 30 Sekunden endlich vorbei ist. Wieso, du machst doch nicht den Code. Ja. Du stehst vor dem Drill, schaust den Drill an. Ja. Wie ein verkorkstes Kind. Ach, ich bin ein verkorkstes Kind, weil ich den Drill anschaue, wo die Zeit runterläuft. Na, herzlichen Dank natürlich. Ja, du bist ja heute fast geragequittet. Du hast gesagt, dass du das Spiel deinstallieren wolltest. Ja, das hatte ich auch fast gemacht. So, er ist offen. Woo! Er ist nicht so offen. Bei Mission Drilling jetzt ist es offen. Meine Fresse, ey. Gerne, muss wieder reintappen. Gerrit? Oder ist der gerade auf Klo? Ich glaube, der ist gerade auf Klo. Das Kacken. Wie die eine Pornwerbung. Ich bin mal kurz kacken. Also an alle Leute, ich kann es euch immer zeigen, Leute, was ihr drücken müsst, wäre... Warte. Der hier. Der hier. Der hier. Der hier, der hier und den. Ich schwöre, ne, wenn du irgend auf einen oben Knopf in der Mitte, ich schwöre, ich bring dich um, ey. Die zweite schwarze Platte runter und dann halt das komische Symbol. Das ist halt schräg gestellt, entweder eine Z oder eine 2, kommt halt darauf an, wie man das sieht. Aber ich weiß, was man drücken macht. Ich lass mich mal machen. Oh ja, bitte nicht, bitte lass das den hier, den, ne? 1, 2, 3, 4. Und schon ist der Overworld vorbei. 5, 6. Nee, es ging so. 1, warte mal. 1, 2, 3. Da gibt's keine Reihenfolge, wie du das drücken musst. Doch. Nee, es gibt. Nein, gibt's nicht. Du musst nur alle 6 richtige drücken. Hä? Ich dachte, man muss per Reihenfolge machen. Das ist halt leichter per Reihenfolge. Bei 2 musst du nur alle 6 richtigen drücken. Bei Pelis heißt was per Reihenfolge. Ja. Und per Timer. Aber nicht. Da haben sie es leichter gemacht. Bei Pedicize gab es einen Timer. Wenn du unter 20 Sekunden keinen Knopf mehr gedrückt hast, kam es der Teargas. Ja. Dann hast du verschissen. Oder war die ganze 30 Minuten oder 40 Minuten umsonst? Machst du es jetzt? Ich hoffe, der kann es. Ja, er macht schon richtig. Er macht schon richtig. Verschissen. Ups. Da denke ich jetzt mal nicht. Ja, komm jetzt. Das sieht gut aus. Ja. Halt dein Maul und verpiss dich und lass deine Arbeit machen, ey. Oh. Jetzt hier einspielen. Woo! Der Overworld öffnet sich. Sieht so wunderschön aus. Ich sehe wunderschön aus. Da gehst du echt rein und kriegst echt fast einen Halbsteifen. Du kommst mit einem Halbsteifen. Das Achievement eigentlich jetzt schon? Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Oh. Okay. Wunderschöne Wasser. Wobei ich das Gefühl habe, dass es weniger Gold ist. Kann das sein? Nein. Weil beim lieben General McBathers konntest du eigentlich die Goldsachen mehrmals anfassen. Oder angreifen halt. Ja, ich fasse dich gleich auch an. Seufz. Das war mir klar, dass es jetzt kommt vom lieben Jan hier. Na klar, ich kann es auch. Aber es ist trotzdem so ein fetter Haufen Gold, der hier rumschimmelt. Oh mein Gott. Und jetzt stell dir das mal... Nicht wie Hardy nachzumachen. Und jetzt stell dir mal vor, das alles außen rum tragen. Wissen wir auch. Wir müssen es nach vorne bringen. Du weißt, was ich meine, Cloaker 4. Das ist Chief und Cloaker 4 hier drinne. Nicht witzig, nicht machen. Nicht witzig. Oh, Gerrit ist wieder da.
Garrett, wir sind im Overworld. Da kann einer mit Taschentragen helfen. Ich hau erstmal die ganzen Taschen raus. Dein Mikrofon ist gemutet. Jedenfalls höre ich ihn gar nicht. Hast du zweiten Bildschirm? Du bist da gerade beim Live bei Kacken. Ja, bestimmt noch am Essen. Achso. Das sind definitiv zu viele Taschen. Was? Zu viele Taschen? Was willst du? Das sind zu wenig Taschen, ey. Ich frag mich, was du hast. Joker-Monster. Oh, gruselig. Jacket ist down. What the fuck? Bei mir zaubern die Taschen, lol. Ich helfe ihn schnell. Hier, so machen wir das. Bring schon mal ein paar Taschen. Alle volle Latzlistisch. Also wir können. Wir bringen erst das ganze Gold weg, bevor wir das Thermit planten, oder? Nein, jetzt bringen wir erstmal das Gold nach vorne. Dann. Ja, das meint. Junge, das habe ich doch gerade gesagt. Hast du nicht. Ich glaube, er ist drauf. Nö, nö, alles gut. Ja, ja gut, hätte. Ja nur das Joker-Monster. Ich bringe jetzt das Gold nach unten. Alter. Alex. Was hat er denn gemacht? Das Gold immer runter. Jetzt will ich kommen. Das Gold immer runtergeworfen. Nicht aufhelfen, ich muss mich heilen. Aber ganz ehrlich, dafür soll es eigentlich auch ein Achievement geben namens Eurobank Simulator. Down. Schaffst du irgendwie halbwegs zu uns hinter? Meine Fresse, ey. Halleluja, ey. Sind das Taschen. Bin ich froh, wenn wir den Heist dann durchhaben. Also das Geld ist auf jeden Fall richtig krass. Du kriegst da bei Cook-Off in derselben Zeit mehr, aber das macht viel mehr Spaß. Ja, Oliver, wir haben es verstanden. Ich mag Züge. Was? Ich mag Schildkröten. I like Turtles. I like Turtles. Mein Turtles. Hallo. Wow, Oliver, der war ja so flach. So flach wie dein Teambereich. Das muss jetzt da einblenden hier, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das ist jetzt definitiv einblenden. So was von 2015. Aber 2016 ist noch jung. Ja, 2015 ist aber schon vorbei, nur mal so gesagt. Ich weiß. Ja. Wir haben das Jahr 2016, also ist es total scheiße jetzt, der Witz. Ich bin down. Das Ach. Ist im Bereich des Möglichen. Wirklich wieder ein Spaß, die ganzen Taschen vorne in die... Ja. Oh, Alex, oh, weißt du, was das heißt? Cargo is secured. Ja, Cargo is secured. Erzähl mal. Jacket, also, ach ja. Jacket sagt das bei jedem zusätzlichen Bag. Immer Cargo is secured. Und nach dem 30. Mal fuckt das richtig ab. Nein, es ist immer noch super. Kannst ja nee, Jacket ist echt ein Awesome-Charakter. Immer wenn Cargo awesome. Ist, kurzen. Was sagt der Jacket, du? Ja, ich habe dann mit dem Trainer gelernt, wenn du Japanisch lernen willst, immer ein O hinten dran hängen. Shido! Kitsuki! Kitsuki! Sanatore! Oh, geil. Mit dem ist einfach, ohne Scheiß, mit dem Japaner zu stealth ist einfach am allergeilsten. Da geht's die ganze Zeit Kitsuki, KB. Ach, KB. KB ist sowieso wieder am geilsten. Ich frag, ich denke mal, die Heißer denken sich auch, was zum Teufel spricht der? Ja. Ja gut, der weil spricht ja auch das allergeilste Leute, ist cool. Einfach, wenn du irgend so einen mitteleuropäischen mit 50er abknallst und am Telefon meldest dann irgend so einen scheiß Japaner, der kein einziges Wort Deutsch oder Englisch kann. Ja, das, oder Clover ist auch super. Es gibt nur männliche Waffen. Waffen und Clover kommt dann immer dazwischen. Ja. Typisch Payday. Weißt du, wenn du irgendwann die Wachen irgendwo in offenen Stromkasten rumsiegen, da muss was im Busch sein. Aber wenn irgendwo eine Wache erschossen wird, weil du hast Schüsse, da geht irgendeine Frau ran. Ja, pff, Situation normal. Ist nix gewesen. Ach ja, Payday. Vor allem direkt.
Das wird so scheiß lang dauern. Weißt du, was witzig ist? Cloaker schlagen doch die Heister aufs Maul, oder nicht? Ja. Man sagt doch im Gesetz, man darf doch keine Frauen schlagen, oder? Polizeigewalt ist allgemein Verbot. Ja, da hat Payday was falsch gemacht. Junge, das Spiel, die Situation spielt aber in Amerika, ja, und in Amerika darfst du sowieso alles. Ja klar, da darf man Einbrecher zu Tode tasern. Klar. Jan, was hat denn dich gekillt eigentlich? Ja, keine Ahnung. Der tasert und mich. Mit einem komischen Bulldozer. Oh. Genau. Ja, du läufst mir halt noch rum. Ja. Ich hasse diesen Glitch, ne? Du rennst mir. Ah, guck mal, du warst nicht mal da, du rennst einfach nur bei mir rum, jetzt stehst du wieder. Ja, bei mir lag's auch rum. Ah, siehst du, Jan, du hattest kein. Ich hatte wenigstens Glück. Ich finde, Jacket ist eins der geilsten Charaktere bei Payday. Ja, er ist Security Cargo. Wie kein anderer. Das ist ein Flammenwerfer, ich werfe es Flammen. Ja. Das habe ich gar nicht gewusst. Wie gut man hier vorankommt, wenn man die Backs. Nein, nicht schon wieder Double Taser. Oh Mann. Hilfe vorbei! Was? Wie viel läuft jetzt eigentlich mit deinem Taschentragen? 3, ne? Alex, du machst die Situation da vorne, ne? Ja. Definitiv spannender als das Taschentragen. Alter, wie viele Taschen sind es noch? Einige. Also, ich glaube, wir haben jetzt die Hälfte bewegt oder so. Nicht mal die Hälfte. Weißt du, bei Payday ist es heiß, musste man nur das Gold aufsammeln und dann konnte man direkt abhauen. Nein, hier muss man noch die Taschen tragen. Ich find's ja auch witzig, weißt du? Du kannst doch nur begrenzte Munition mitnehmen, noch weniger Granaten, aber Sporttaschen für das Scheißgold haben die unendlich, oder was? Ja. Na klar. Ist ja nicht so, als wenn. Die sind ja super vorbereitet. Ey, jetzt weiß auch, warum Bane seinen 7 Dollar hinterher getrauert hat. Die 7 Dollar braucht er immer für die scheiß Sporttaschen. Ja. Nee, weißt du, wir können insgesamt nur, keine Ahnung, 3 Granaten mitnehmen. Und ein paar Medkits, vergiss das nicht. 6 Kabelbinder. Und. Kabelbinder, die nehmen Platz weg. Ja, eine Menge. Mhm. Und halt, okay, 2 Medkit-Taschen und 2 Munition-Taschen finde ich ja noch okay. Aber unendlich Sporttaschen. Aber unendlich Sporttaschen, alles klar. Ich frage mich, wo sie überhaupt die Sporttaschen her haben. Das ist die größte Frage, ohne Scheiß. Ich glaube, wahrscheinlich gab es da so, je mehr Sporttaschen du bestellst, umso billiger wird das. Was zahle denkst du? Zahle 2, kauf. Was? Wie hieß es? Kauf eine Tonne, bezahl 1 Euro oder so. Kaufe 2, zahle 1. Wie ist der Spruch, oder? Ja, gut, aber. Nee, er nimmt 3, zahl 2. Was denkst du, wie viele Taschen haben die eigentlich bei Payday? Keine Ahnung. Wenn die so wissen, dass die ein großer Lager haben von Taschen. Ganz ja. Sicher. Ey, das ist richtig krass. Aber wenn du überlegst, wie viele Taschen schimmeln hier rum? 70? Locker. Ja gut, aber wenn die ja ins Versteck kriegen und da auspacken, müssen die ja wieder verwenden. Ja, schon. Dann sagen wir mal 100 Taschen haben die zu Hause bestimmt da rumstehen. Ob das von der Steuer Cargo absetzen kannst? Secured. Was? Cargo ist von der Steuer. Naja, die vielen Taschen. Ja, glaube ich nicht. Ich wünschte, Jacket würde mal mehr Voices. Ohne Scheiße, ich stell jetzt gerade vor, du schreibst deine Steuererklärung rein. Ich würde gerne 100 Taschen von der Steuererklärung absetzen, weil ich die brauche, um gestohlenes Gold zu transportieren. Punkt. Schade, dass Jacket nicht so viele Voice Lines haben. Hat. Ja. Er hat nur ein paar, also halt nur die wichtigen Sachen. Langsam wird's hier hinten leerer. Wer ist Security Cargo? Cargo ist secure. Oh, das Allerschlimmste wird die ganzen Taschen da unten nochmals bewegen, ey. Wie viel kostet denn gerade Rambo das kleine Click Adventure? Willst du jetzt Rambo kaufen oder wie? 9,19 Euro, bestimmt gebe ich das dafür aus. Also früher hat es 60 Euro gekostet, das war echt ein mega geiles Spiel. Mhm. Point and Click Adventure. Come on. Oh krass. Junge. Krass, Junge, ey. Carsten Stahl auf dem Boden. So muss ich einmal kurz sagen. Ja, bei Cloaker vielleicht. Ja, stimmt.
Was denkst du, ob es dafür auch einen Mod gibt? Carsten Stahl ist nur in Deutschland. Ich weiß nicht, dass es so viele deutsche Modder gibt bei Paddle. Aber trotzdem, stell dir das mal vor, so als Mod, wenn ein Cloaker ankommt, nicht wütend, sondern Carsten Stahl auf dem Boden. Kevin. Zack. Jeremy Pascal. Alter Schwede, das wird ja Shit. Also die Taschen zu transportieren, das wird ja Übershit, ey. Ja, wird Spaß machen. Ich will nur mal anmerken, dass wenn du die Overvolt triggerst, keine Bulldozer kommen. Na, immerhin. Na, darauf bin ich am meisten froh gerade. Ey, bei Jerry McBaddis hat einer in die Kommentare geschrieben, er hat genau ein einziges Mal Overdrill gemacht. Sie hatten den Safe komplett leer geräumt, hätten nur noch gehen müssen. Da meine einer, sie wollen das AU-Ticket noch machen, dann haben sie es verkackt, sind alle gestorben. Boah. Wow. Wenn dann richtig. Aber dann, wenn ja. dann richtig. Wenn okay, schon richtig, dann richtig. Hm. Wir haben überlegt, du kannst deine Hardweg. Was kannst du alles in einer Mission holen? CVL, Original heißt das. Dann halt den Over, den Teil halt Todesmut, 6 Hostage. Na ja, genau, mit Overdrill kombiniert. Du kannst doch hinten Hostage doch noch dazu machen, du, oder? Meinst du, wir sollen mal. Ja, ich glaube, wir können langsam mal das Termit planten, oder? Wie viel habt ihr denn noch? 3 wegfliegen. Die letzten jetzt, ja, 3 Stück noch. So, nach einer Stunde haben wir dann mal das Termit gemacht. Ja. Zeit die Kabel. Ich will ja nicht sagen, aber wie lange musste jetzt Bane warten, bis wir das ganze Gold hatten? Ja, der war schon ganz traurig. Ja. Der ohne Scheiß, aber ich glaube, der einzige Weg, dass sich Bane jetzt noch beschäftigen konnte, hat bestimmt irgendwo, naja, sich anderweitig beschäftigt. Ja, du Porn. Hat einer von euch den Spruch gedroppt? Bane hat das Crime-Net erstellt, aber muss jedes Mal die Formel für Meth googeln? Ja, wahrscheinlich. Also, das ist aber wirklich so. Ist aber halt einfach die Wahrheit. Ey, Bane, weil das Beste ist sowieso. Ne? Ja, das Beste hat sowieso einer bei Jerry McBaddis gesagt. Es gibt kein Paralleluniversum, wo du, wenn du bei einem Kuchen Eier anstatt Milch zuerst raus, der Kuchen explodiert. Aber Payday. Ich find's auch sowieso am allerlächerlichsten, wenn der Scheiß an sich vielleicht mal in Abständen, sagen wir mal, dass du wirklich in pro Minute nur eine Zutat reinhauen kannst. Weißt du, was da so macht das Sinn ist? Wegen des Kochprozesses. Aber wieso musst du jedes Mal in völlig unterschiedlicher Reihenfolge die ganze Kacke reinwerfen? Weißt du, was so unlogisch ist, ne? Bei Hotline Miami, die eine Mission bei Payday 2, da ist die Reihenfolge immer gleich. Da musst du eigentlich gar nichts merken. Aber bei Cook-Off oder Reds ist es immer gleich. Also ist es immer anders, ja, immer unterschiedlich, sorry. Das verstehe ich irgendwie gar nicht. Warum ist es dort unterschiedlich, aber bei Hotline Miami nicht? Wegen der allgemeinen Sicherheit. Ja, allgemeine Sicherheit. Wegen den Sicherheit. AGBs. Ja, genau. Ich verschwende ein paar Minuten mehr, um richtige Zutaten reinzuschieben. Nur weil es verschieden ist. Macht Spaß. Mhm. Rein theoretisch müsste eigentlich jeder Chemielehrer wissen, wie man Meth kocht, oder? Weil als Chemiker? Ja, weiß, glaube ich, auch jeder. Ja klar, und dann gehst du. Warum benutzt nicht mehr ihren Berufszweig aus? Ja, aber bis. warum wohl? Also ich habe mal tatsächlich meine Chemielehrer gefragt, ob das die 3 Zutaten sind, die du wirklich zum Meth-Kochen brauchst. Und naja, was soll man sagen? Es stimmt. Du brauchst, also das sind, es gibt eigentlich 4 Hauptzutaten und das sind 3 davon. Aber die allerwichtigste ist anscheinend, also ist nicht im Spiel implementiert. Ja, warum wohl? Da kommt irgendwann was, wo irgendein Kitty versucht. Ich wette mit dir, es gibt tatsächlich irgendein Kitty, was probiert hat, mit diesen 3 Zutaten Meth zu kochen. Am besten doch genauso. Ja, Bane, entscheide dich doch mal. Muss ich jetzt zuerst Muriatic S oder HCL reinhauen? Nee, sorry. Bane, jetzt sag mir doch mal, was ich zuerst reinhauen wollt. Mit dem Chemiebaukasten vom Kosmos vorm PC. Ich stell mir das gerade so vor, so ein 14-Jähriger, okay, so in dem Display, heute kochen wir Meth mit meinem Chemiebaukasten. Als Anleitung spiele ich hier neben meinem Payday. Ja, best noch, ihr hört jetzt Payday im Hintergrund sprechen, aber, und im Hintergrund läuft eine Minecraft-Montage. Haftbefehl. Ja, Haftbefehl. Haftbefehl geht einfach immer. Wissen wir aber, wo ist. Ja! Yeah!
So, jetzt holen wir uns das Geld, was wir auch wirklich noch sehr dringend brauchen. Da sind ein paar Bulldozer drin. Ja, ja, zwei haben jetzt schon kein Gitter mehr. Na gut, dann mach ich mal mit drin. Erster weg. Zweiter weg. Und der dritte, warte, meiner. Aber wenn man die falsche Zutat in Meth eigentlich einfügt, explodiert der Scheiß wirklich? Ja. Tatsächlich so. Also Meth ist ja wirklich ein chemischer Prozess, bei dem einiges schief gehen kann. Deswegen okay. musst du halt wirklich wissen, was du da machst. Muss mal wieder Breaking Bad gucken. Ja. Das sagt er so, this is not Meth. Meth, not even once. Aber guck dir an, wie viel Geld hier liegt. Also gegen das Geld ist Overdrill echt hier Pussykacke, ne? Just saying. Cargo is secured. Ich merke gerade, dass ich von Overkill irgendwie total verwöhnt bin wieder. Ja, du musst ganz schnell Famous 25 werden. Ich hab gesehen, wie ich zu einem Bulldozer hingerannt bin, ey. Komm mal mit nach unten und. Also ich renn auch zu einem Bulldozer hin, aber dann spray ich ihm halt wirklich Mager von meiner Kimbo Shimano Customs in die Fresse und dann ist der tot. Ach guck mal, jetzt können wir das Loot droppen. Alles klar. Ja, wir haben doch nur Gold gedroppt, ey. Nicht wegen dem Geld. Ja, genau, stimmt. Das Gold ist Kollateralschaden. Gold ist wertlos. Gold ist wertlos. Hauptsache Geld. Hauptsache Bares. Nur Bares ist Wahres. Genau. Ich frag mich aber, was sie dann mit den ganzen Koks, wie verkaufen die es überhaupt? Gar nicht, die benutzen das. Ja. In eigentlich den Traum. Geht's gar nicht, geht's nicht um Verbrecher, sondern um Junkies. Deswegen ist auch meine Theorie, warum schicken die das gesamte FBI Amerikas zu, wie viel waren es zu 4 Meth-Junkies, die selbst Meth kochen? Total sinnvoll. Ja, die trotzdem. Sie sollten das Spiel Crack Day nennen oder so. Ja. Definitiv. Ja, sicher, boah, endlich, Alter. So, komm. Sind wir jetzt fertig? Danke. Endlich, jetzt, ey. Jetzt werden wir alle direkt weggesniped. Genau. Ich opfere mich. Hey, da oben sind diesmal keine Sniper. Dann ja, durchgepusht. Ja, komm, hoch. Los, go, go. Carsten, oh, Stahl. Hilf mich. Na komm, beweg deinen Arsch hoch. Hilf mich? Hilf mich. Weil ich hab Ehre. So, ich mach das ganz oben. Ich weiß nicht, wo wir gerade mach ich das untere. Mal weg, achso. Bevor es gleich wieder explodiert und weg. Ich find's ja nice, wie Jan ganz hinten noch beim Overdrill rumrennt, den bei mir gerade ein C4 geplantet hat. Ja. Ich hab auch das Nachladen. Beste. Die Dozer gehören mir. Da ja, ist Bruder. Er. Opa! Abhauen. Ui. Nein. Ohne Scheiß, Leute, mal gucken, wie ob meine FPS jetzt runtergehen. Willkommen zum größten Haufen Geld in der Payday-Geschichte. Ich bringe schon mal die Geld. So, ich fange schon mal an hier. Wer verteidigt? Nur so als Frage. Niemand braucht einen Aufsicht. Reicht, wenn du da ab und an mal einen Mollo reinwirfst. Ja, so viele kommen dann. So, wie viel ist Gold wert? Mama ist noch Money. Bitte echt sehen, wie viel Gold wert ist. Und so Cargo ist secured. Cargo ist secured. Ja. Boah. Alter, 600k nur? Cargo ja. ist secured. Cargo ist secured. Vor allem, wenn du da Cargo Gold reinhaust, secured. Das zählt nicht, aber Geld, alles weißt klar. Weißt du, ich wette, Jacket findet es sogar witzig. Der findet es witzig, die anderen zu nerven. Dir macht das bestimmt Spaß. Was ich total komisch finde, dass er immer die richtige Stimme, also die richtige Voiceline findet. Also für Danke und so weiter. Ich finde, das Radio ist sehr weit. Weapon noch ein Handy geben, was du den Selfie-Stick packen kannst und dann wird er noch stärker. Auf jeden. Ja, so ein iPhone. Das Game, so das Nokia. Das Game Nokia, Apple-Pack. Nokia, das uralte Nokia. Alter, das brauchst du schon als Throwable. Also ich bin auf das Gage Steinzeit-Pack kommt und du damit Scheiße werfen kannst. Hey, ich glaube, für Overkill hat eine neue Idee. Affen mit
nichts mehr als Scheiße bewerfen. Das als Game Gegner. Ey, ey, wisst ihr was? Carlo ist der Kino. Genau das. Wie viel war das Geld gerade wert, was wir reingepackt haben? 7500. Boah, ey, das ist... 3 Millionen bekomme ich jetzt dafür, das XP. Wie viel kriege ich Payday? 17 Millionen, alter Schwede. Weißt du, das Geld 7500, Gold 600.000, aber nee, es muss auf jeden Fall das Geld gesaved werden. Gold zählt nicht. Der Wagen wird hier nie wegfahren können. Ja. Also ich hätte eigentlich eine neue gute Idee für Overkill. Affen, die sich mit Scheiße bewerfen als Gegner. Ja, nee. Und dann stinkst und dann will keiner mit von deinem Teammember mehr was mit dir zu tun haben. Der kann sich wiederbelebt werden. Bäh. Stell dir mal vor, Payday mit Geruch. Oh. Riecht mal so Gedärme und dann Blut spiel ich nur noch und Schweiß. Mit dem Gage-Barbecue-Pack. Hey, hier riecht es nach Bacon. Hier riecht ein Bulldozer. Ach guck mal, Jan, jetzt bist du bei mir endlich bei uns unten angekommen. Ach so, ja. Okay. Wow. Ja, jetzt bei mir auch. Hat zwar länger gedauert, aber... Nein, Jan ist nicht der Schnellste. Schnauze. Ich bin nur weil ich fett bin, ne? Wow. Nur weil ich Carsten Stahl bin. Cargo secure. Ah, hier kommt nochmal Geld. Wie viel Geld ist das noch? Geld nichts mehr, kommt nur noch Gold. Guck mal, Cargo secured, Mensch, wusste ich noch gar nicht. Vergesse ich die Cargo zu securen. Oh Gott, ey. Schlimm. Hast du mal einen Molly? Nope, ich hab nichts mehr. Ich werfe. Warte, ich werf mal drauf. Ich hab schon. Ich hab Polizei. Oh, er kommt noch mal Geld. Und ich hab die letzte Goldtasche. Los geht's. 76 Taschen. Haben wir alle drin? Ja. I had a great time. Wow. Alex. Oh. Alter, 47 Millionen im Backloot-Items. Oh mein Gott. Alex hat 926 Kills. Oh Gott, bin ich fertig erstmal. Bin 10-mal down. Alter. Risk-Bonus 1 Million. GG. War ja auch der Fisch. What the fuck? Ja. Also sagen wir zu, die XP kann sich sehen lassen, 3 Millionen. Ich hab fast 5 Mille bekommen. Na gut, ein Famey-Bonus, ne? Ja. Und Level 100. Heute kann ich viel famous werden. Ich sag, hab ich jetzt 87, Alter. Läuft. Och nein! Nicht euer Ernst. Eieiei. Boah, sehe ich hässlich aus. 6 Punkte, ja komm, dann kann ich doch gleich bei meinem normalen Set wieder weiter skillen hier. Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Hey, Offshore-Konto habe ich auf 945 Millionen. 945? Ja. Also, Carsten Stahl, Alter. Ja gut, also Leute, das war's von mir von diesem Let's Play. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Ciao. Du hast aufgenommen.